Das bräuchte ich allerdings erstmal, wie gesagt, irgendwo noch mehr Nutzfläche. Und das dürfte die größte Herausforderung sein. Oh, da ist ein bisschen Nutzfläche. Gut. Noch ein bisschen. Wenn wir Glück haben, haben wir da noch drei Plätze frei für... Jo. Das finde ich sehr gut, dass da drei Plätze für Holz dann frei sind. Ich muss mich an irgendeiner Stelle trotzdem mal nach oben graben. Dann kann ich hier unten die Forschungstische nachher hinstellen. Und, wow, hier ist genug Platz für Holz noch. Da hatten wir ja nochmal Glück. Jo, der backt da ein bisschen rum, aber wir haben Holz. So. Und wir haben genug Eisen für zwei eiserne Trainingsfiguren. Auch wenn unser Gold dann durch langsam etwas knapp wird, aber Gold haben wir genug. Ja, eigentlich müsste ich noch ein bisschen was am Schlafzimmer drehen, weil das Schlafzimmer ist nicht so komfortabel, wie ich es gerne hätte. Naja, ich kann am besten hier noch ein bisschen was ausbuddeln. Gut, dann holen wir uns mal das Gold erstmal hier oben. Okay, da ist eine große Turmalinader. Magikus lacht, der freut sich wie Schnitzel darüber, dass wir hier seine Drecksarbeit machen. Ja, während die eigentlich graben, können wir uns mal die Quests jetzt angucken. Findet den Dämonenkugelständer. Wir haben Magikus, den gelben Magier, bis hierher nach Snomberg verfolgt. Wir besitzen ein Bruchstück der Dämonenkugel, die nur vollständig geladen ist. Jetzt müssen wir herausfinden, wo sie platziert werden muss, damit wir sie gegen den verhassten Magikus einsetzen können. Der Informant glaubt, dass sich der Raum, in dem wir die Dämonenkugel bringen müssen, irgendwo in der Mitte befinden muss. Das klingt vernünftig. Wir sollten uns wohl dort auf die Suche machen. Habt ihr das Zeug dazu? Ein echter Zwerg erfüllt seine Aufgabe mit Hingabe und steht dafür, dass es keinen Ort auf dieser Welt gibt, an dem nicht gegraben werden kann. Das ist ein Zeichen, dass wir graben können, und zwar viel. Meistersammler. Sammelt seltene Rohstoffe. Schon zu Zeiten des großen Königreichs war Snomberg eines der rohstoffreichsten Länder. Die Zwerge dort waren nicht einmal in der Lage, den genauen Umfang der Vorkommen zu ermitteln. Lass uns die Ersten sein. Wenn wir eine große Menge an seltenen Rohstoffen nach Hause bringen, wird niemand mehr unsere Fähigkeit in Frage stellen. Wenn wir es schaffen, 500 Titan, Obsidian und Drachenblut zu sammeln, werden wir sicherlich reich belohnt. Okay. Defensive heroische Vorbilder. Dieses Gebiet ist vermutlich eines der gefährlichsten, das wir uns da derzeit begeben können. Unsere Zwerge müssen perfekt vorbereitet sein und sich gegenseitig anspornen. Die Gelehrten werden zwar viel zu tun haben, um das zu erreichen, aber es wird die Mühe wert sein. Wir sollten die Technologien zwergische Vorbilder, Verteidigungsstellung und Heroismus freischalten. Okay, Verteidigungsstellungen. Ach, das ist da ganz hinten. Aber ja, das da ist das geringste Übel, heroische Vorbilder freizuschalten.
Oh, viel Gold. Ja, werden wir später wieder was zu tun haben, wenn wir das alles wieder mit Blöcken auffüllen müssen. Aber Rohstoffe haben oder nicht haben. Egal, können wir auch gleich mal hier das Gold ausgraben. Da werde ich wahrscheinlich hier einen Schacht graben, der uns nach oben führt, dass wir die oberen Gebiete erstmal auskundschaften können. Die hoffentlich nicht so gefährlich sind wie die unteren Gebiete. Ja, hier muss ich mir dann definitiv noch was einfallen lassen. So, Plattenpanzer ist erforscht. Das heißt, es geht in den wirtschaftlichen Zweig weiter. Also eigentlich die drei hier erstmal, dann die Schlafsäcke. Und daher hätte ich gerne Offensivstrategien. Jo, am besten eine Leiter, die hier rausführt. Dass man jederzeit da rein und raus kann, um durch das hier auszubuddeln. Wobei ich nicht weiß, ob ich vielleicht nicht das Labor tiefer legen sollte. Und hier einen Steg bauen sollte, dass man hier eben die Orte, die Pflanzorte erreichen kann. Das wäre zum Beispiel auch eine ziemlich gute Alternative. Sozusagen hier alles aushebeln, so 3x3 oder auch noch hier das Ganze. Weil hier oben können sie dann alle Pflanzen gut erreichen, als indem sie einfach so rumgehen. Magst du dich weiter trainieren? Ja, genau. Und ich dachte mir fast schon, dass das hier wieder 3x3 Goldfeld ist. Ja gut, mit dem Eisen, was ich habe, sollte ich wenigstens zwei Eisentruhen errichten. Warum auch immer ich da keine errichten kann. Weil ich kein Holz habe. Okay. Das dürfte das Problem gut erklären. Oh, Beliebtheit sinkt. Ja. Das steigert die Beliebtheit wahrscheinlich nicht genügend. Aber es steigert sie hoffentlich ein bisschen. So. Am besten noch mit dem restlichen Eisen, das ich habe, zwei von denen bauen.
Holz nutzen, um Wandgemälde zu bauen. Oder Gold nutzen, um Wandgemälde zu bauen. So. Gut, ich bin wieder leicht im Grünen. Hier bitte das Eisen. Hier bitte das Turmalin. Oh, und hier drüben auch noch das Turmalin. Da ist noch ein paar Eisen. Also ja, wie gesagt, nachher viel zu tun, alles wieder zu schließen. Hier die beiden wollte ich zubauen. Du scheinst sehr begeistert von der Trägerfigur zu sein. Du auch irgendwie. Pff. Wisst ihr was? Ich reiß sie ab. Da die irgendwie wieder mal verpackt ist. Dich kann ich mal vorübergehend darüber stellen und kann hier schon mal ein bisschen anfangen, weiter auszubuddeln. Ah nein, den Fleck nicht. Und die da auch nicht. Sonst wird das zu unsymmetrisch. So, wir haben genug Gold und Holz für eine zweite Kiste. Also baut bitte eine zweite Kiste. So, bessere Betten. Da müssen die Zwerge nicht so oft schlafen. Wir lassen dahinter nichts mehr sein. Danke. Na, jetzt gehen sie schon hier an die Arbeit. So, hoch. Da komme ich nämlich genau in den Raum da rein. Kann mal gucken, was da drin sich befindet. So, wenn ich schon solche freigelegten Bereiche hier habe, dann nutze ich die einfach mal für Trainingsfiguren. Und wie ich mir gedacht habe, hier gibt's Eisen. Jawohl, die sind jetzt wieder am Trainieren.